Ja, es freut mich, dass Sie uns gefunden haben. Da sind gleich zwei weitere Partnersender dazugekommen. Herzlich willkommen bei der Plattenkiste. Liebe Hörerinnen und Hörer der Musikwelle in Niederösterreich, zu hören im A1-Kabel in ganz Österreich. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Ja, und ganz besonders freut es mich, dass ich das Bayerische Radio jetzt mit dabei habe, bei dem ich ja im Juni 1988 überhaupt mit Radiomoderationen begonnen habe. Ein ganz herzliches Willkommen allen Hörerinnen und Hörer der In Salzachwelle Radio ISW in Burgkirchen, Landkreis Altötting und Mühldorf. Naja, vielleicht kennen mich da noch einige. Mein Gott, das ist ja schon Jahrzehnte her. Jetzt bin ich auch schon so alt wie die Platten, die ich damals immer in der Oldie-Parade gespielt habe. Also dann ein ganz herzliches Willkommen allen Plattenkiste-Fans, die uns wieder gefunden haben auf ausgewählten Kanälen, in denen die Plattenkiste zu hören ist. Von der Musikwelle bis zur In-Salzach-Welle und den Internetkanälen. Infos über alle Empfangsmöglichkeiten auf www.plattenkiste.radio. Aber jetzt geht's los. Jetzt gibt's 2 Stunden redaktionelle Plattenkiste. Und in der 3. Stunde ab 19 Uhr sind Sie dann wieder alle eingeladen mitzumachen. Da gibt es dann eine Live-Wunschplattenkiste mit Ihren Grüßen. Und die Wünsche, die könnten Sie auch jetzt schon schreiben an die E-Mail-Adresse wunsch@plattenkiste.radio oder an plattenkiste@aon.at. Ist egal, wo Sie das schreiben. wunsch@plattenkiste.radio merkt man sich vielleicht am leichtesten. Die Telefonnummer sage ich Ihnen dann später noch. Und hier ist jetzt die Begrüßungsplatte für alle UKW, ISW, A1 Kabelnetz und Internethörer. Peter Minich, grüß euch Gott, alle miteinander. So empfange ich es, Ingo, auf meinem selbstgebauten Radio von 1970, dem Stern Berolina. Du siehst, fast bei 1500 ist er. Also keine Digitalanzeige und die Mittelwelle. So, was kommt denn jetzt als nächstes? Abends wird sicher besser werden. Da ist ja noch die volle Tagesdämpfung auf der Mittelwelle. Also Ingo, schönen Dank. Servus Ingo. Das ist Tonys Plattenkistenradio bei mir auf dem kleinen Mittelwellenempfänger, Taschenempfänger. Du brauchst keine gewaltige Antenne. Ich bin ja nur noch ein bisschen weiter weg und tiefer. Aber der FT-857D mit der G5RV, das ist eine ganz schlechte Lösung, weil völlig ungeeignet für Mittelwelle und wir sehen, wenn du ein Taschenradio nimmst und die auf diese Frequenz stellst, dann wirst du einen besseren Empfang haben als über den 857D mit der G5RV. Probier es auch mal, ich wünsche dir noch ein schönes Ostersonntag und wir hören sicher beide gemeinsam nachher zu bei Pirni, bei Reinhard. Also, Servus, führt euch, führt die. Ja, grüß Gott, hier ist euch 5 CBM, der Bernhard. Ich empfange Reinhard auf 1476 kHz mit dem Saba, die Königin von Saba aus Österreich, dem Ingelin. Aber ohne Hochantenne. Das muss man sich mal vorstellen. Mit dieser eingebauten Antenne im Grunde. Wir hatten eine Ferritantenne schon damals. Ein super Gerät. Also, Reinhard, kannst stolz sein. Bis nach Mondsee.
Mach weiter so. Und natürlich nicht zu vergessen, die Edith. Die war OE5 CBM und OE5 CMD. Umgekehrt, die Doris und der Bernhard. Und grüß Gott nochmal, hier ist OE5 CBM und das ist das Taschenradio mit meiner selbstgebauten kleinen Loop, die ich mir in einer halben Stunde da zusammengestrickt habe. Mal schauen. Das macht doch was, oder? Ja. 20 Mikro, Henry. Spule. 500 Pico Fahrer Dreco. Und das war's. Das Radio drüber gestülpt und abgestimmt. Also, mir geht nicht. Reinhard. Und das ist der gute Berolina. Stern Berolina Deluxe. Eigenbaugerät von mir aus dem Jahr 1970 mit einem Holzgehäuse von Matthäus. OE2 LMM. Pyrenees. Ja, Plattenkistenradio kann man sagen. Aber jetzt nicht. Ich glaube, jetzt ist die Edith drin. Naja, auf jeden Fall funktioniert meine kleine Magnetik-Loop doch sehr gut.